Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Heute mal was Klassisches, ein bisschen abgewandelt, und zwar eine gefüllte Paprikaschote. Dafür brauchen wir Pfeffer, Salz, Olivenöl, Paprika, ich habe jetzt nur rote und gelbe. Da haben wir einen Schafskäse, Tomaten aus der Dose gehackt, eine Scheibe Toastbrot in Wasser eingeweicht, Kapern, schwarzen Knoblauch, Pinienkerne, bisschen scharfen Senf, etwas Honig, Salbei, Rosmarin, Zwiebel und gemischtes Hack. Als erstes bereite ich die Paprika vor. Nebenher habe ich schon eine Pfanne angeheizt. Ich habe jetzt übrigens endlich mal eine gescheite Pfanne. Vielleicht habt ihr die Kartoffeln beim letzten Mal gesehen. Die waren jetzt nicht so gut. Die ist echt super. Die habe ich mir gegönnt. Ich verlinke euch die mal unten. Die ist nämlich spitze. Da kann man auch den Griff wegmachen und so. Ist ganz toll. Und jetzt passt mal auf. Einfach hier die Paprika hier oben abschneiden. Und zwar so abschneiden, dass das hier noch so ein bisschen dran bleibt, ja? Seht ihr das? So sollte es sein. Wenn sie nicht gescheit steht, die steht jetzt durch Zufall hervorragend, dann könnt ihr die auch nochmal unten einfach so ein Stückchen abschneiden, aber das ist wunderbar. Und jetzt einfach hier so das Kerngehäuse rausnehmen und zur Seite legen. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann, wir wollen ja nachher wieder den Deckel drauf machen, wisst ihr ja bestimmt, das ist ja ein Kindheitsgericht, so eine gefüllte Paprikaschote, hat bestimmt jeder schon mal gegessen. Ich mache heute eine bisschen besondere, ja, jetzt habe ich es euch gerade noch gesagt, was ich haben will, und da mache ich es schon selber falsch. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil den Strunk isst man ja eh nicht mit, der ist ja nur Dekoration, und deswegen müssen wir das jetzt mal durchgehen lassen. Der wird dann durch das Hackfleisch wieder dran geklebt. Aber bei dem schneide ich ein bisschen weiter unten ab, weil es einfach schön ausschaut. Kleiner Tipp noch, wenn der Strunk so ganz hässlich ist, dann schneidet ihn oben vielleicht auch noch ein bisschen an. Ne? Den Strunk braucht eigentlich echt keiner. Aber es sieht halt einfach netter aus. Ja? Okay, dann machen wir noch die vierte. Ich habe jetzt hier nebenher, das ist jetzt gerade so ein bisschen improvisiert, seht ihr, weil ich die Pfanne schon angeheizt habe. Jetzt geben wir die mal zur Seite kurz, schneiden schnell die Zwiebeln. Muss ich euch auch nicht sagen. Einfach der Länge nach. Boah, dieses Messer ist sowas von geil. Und jetzt einmal quer einschneiden und dann einfach runter. Es gibt sehr viele, die immer mir drunter schreiben, dass die Zwiebel nicht quer eingeschnitten werden muss, weil sie ein Schalengemüse ist und so weiter und so fort. Ich sehe das anders, wenn man sie quer einschneidet, dann werden die Würfel einfach etwas sauberer und etwas schöner. Wir haben sie schon mein Leben lang quer eingeschnitten. Ich werde es auch weiterhin tun. Okay, ihr seht ja, es sind relativ viele Zwiebeln, aber die geben uns halt den besonderen, tollen Geschmack. Jetzt geben wir hier ein bisschen Olivenöl in die Pfanne rein, einen guten Schluck. Und dann direkt die Zwiebeln dazu. Und was ihr jetzt auch schon direkt dazugeben könnt, das sind die Pinienkerne. Ich habe jetzt hier so vom Türken mir so diese kleinen Pinienkerne geholt, gehen aber beide Sorten, das ist total egal. Und das schwitzen wir uns jetzt richtig schön an. Ja? Währenddessen kommt jetzt der Gag. Der Gag an dem Gericht, oder mein Tipp für euch, ist dieser schwarze Knoblauch. Ihr seht schon, der liegt jetzt hier, der ist pechschwarz, sieht fast aus wie Kohle. Was ist schwarzer Knoblauch? Der wird über längere Zeit bei einer niedrigen Hitze im Ofen gebacken und verwandelt sich dann in so schwarze Zehen, wird ganz, ganz weich und entwickelt einen wahnsinnig leckeren Geschmack. Den gibt es in jedem guten sortierten Supermarkt mittlerweile, in diesen großen Supermärkten. Schaut mal, es sind meistens so kleine Plastikdosen, schwarzer Knoblauch. Kauft euch das mal, probiert es mal aus, weil das ist echt total lecker, das Zeug. Das ist fast so ein bisschen wie Jus. Das gibt euch so einen Grundgeschmack wie Jus. Und das hackt man jetzt hier einfach so ein bisschen runter. Ihr seht ja, das sieht gar nicht mehr aus wie Knoblauch, ja, sondern eher so wie eine Pflaume oder so. Und das richtig schön runterhacken. Okay. Okay, dann gebe ich mal den Knoblauch schnell zur Seite. Jetzt haben wir hier das Hackfleisch. Ich habe jetzt ein gemischtes Hack genommen. Ihr könnt aber auch wunderbar nur ein Rinderhack nehmen, wenn ihr kein Schweinefleisch essen wollt oder wie auch immer. Dazu kommt jetzt als erstes mal ein bisschen scharfer Senf. Den geben wir dazu. Ganz wichtig. Dann ein bisschen Salz. Prise. Dann kommen dazu Kapern.
weil ich Kapern einfach sau gerne mag. Ich finde, die 8 kommen alle rein. Ist ja für mich. Wir können auch gerne ein bisschen weniger nehmen oder sie weglassen, je nachdem. Dann kommt gleich rein ein bisschen Honig. Ich versuche gerade ein bisschen den Zucker wegzulassen. Deswegen gebe ich ganz bisschen Honig hier mit rein. Und den restlichen Honig, den mal zur Tomatensauce, das kommt ja hier rein. Jetzt hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. So, dann kommen jetzt hier dazu unsere Zwiebelmischung. Das ist schon was anderes, wenn man endlich eine gescheite Pfanne hat. Als nächstes geben wir das Toastbrot dazu. Das habe ich in Wasser eingeweicht. Ja. Das drückt man jetzt ganz gut aus. Warum Toastbrot? Was macht das für einen Sinn? Das ist im Prinzip, ihr müsst auch also gerade so ein bisschen dazugeben. Das verändert nämlich auch ein bisschen die Konsistenz und es hält euch die Feuchtigkeit in der Masse drinnen. Ja. Ihr habt so eine richtig schöne, feuchte Masse dann, weil das, manchmal kennt man das, dass das Zeug so krümelig schmeckt und innen drin irgendwie nicht so lecker ist. Ja. Und das könnt ihr eben mit ein bisschen Toastbrot vermeiden. Jetzt bitte ich euch nur, wenn ihr das durchmischt, passt ein bisschen auf eure Finger auf, wenn die Kerne aus der Pfanne kommen. Ich habe euch das schon mal gesagt, meine Hände sind relativ unempfindlich, wenn es um Hitze geht. So, die Masse sollte also wirklich schon echt saftig sein. Ja, wir brauchen da jetzt auch kein Ei reingeben, wie jetzt bei einer Hackmasse, die wir dann rausbraten wollen, weil die hat ja eine gute, die hält ja in diesen Paprikaschoten drinnen dann wunderbar. Ja. Einmal gut durchkneten. Als letztes geben wir dann noch den Schafskäse dazu. Das ist jetzt ein bisschen viel. Ich mache nur für 2 Portionen. Kneten wir auch noch kurz drunter. Auch da gilt, ja, wenn ihr keinen Schafskäse mögt, ihr könnt auch wunderbar einen anderen Käse verwenden, einen Bergkäse oder einen Gruyère oder was auch immer ihr wollt. Ja. Ich mache das Ganze heute aus Faulheitsgründen einfach direkt in dieser Pfanne. Das Praktische an der Pfanne ist eben, dass ich den Griff abnehmen kann und dann kann ich das auch gleich als Backform verwenden. Ja. Jetzt gebe ich da die Tomaten rein. Ist noch leicht an, das macht jetzt aber gar nichts aus. Und jetzt schneide ich noch kurz den Rosmarin und den Salbei, dass ich ein bisschen so einen italienischen Geschmack da reinkriege. Einfach einmal grob drüber hacken, weil das ist immer nicht so schön, wenn man auf diesen Rosmarin drauf beißt. Der schmeckt immer so ein bisschen, gerade wenn es so im Winter ist, noch vom Balkon draußen. Und wenn es so im Winter ist, dann ist der immer so hart noch. Und dann sollte man den schon ein bisschen geschnitten haben. Okay, jetzt geben wir da die Gewürze mit in unsere Tomatensauce rein. Okay, dann den schwarzen Knoblauch dazu in die Soße. Den restlichen Honig mit reingeben. Der Honig ist auch dafür da, dass die Säure ein bisschen weggeht von den Tomaten. Ja. So. Eine ordentliche Prise Pfeffer. Ein bisschen Salz. Und einen guten Schuss von unserem guten Olivenöl. So. Jetzt das Ganze einmal schön durchrühren. Ja, das sieht ja schon super aus. Und jetzt müssen wir nur noch hier die Paprika kurz füllen. Da machen wir jetzt richtig ordentlich was rein, ja, sonst haben wir zu viel Fülle. Also einfach mit dem Löffel hergehen und die richtig schön voll machen. Machen wir erstmal in alle 4 so ein bisschen was rein, dass wir dann sehen, was wir noch am Schluss verteilen müssen. Ja. Oh, das sieht so lecker aus, ich freue mich jetzt schon. Ich für meinen Teil mag nämlich gefüllte Paprika tatsächlich sehr gerne, auch wenn es ein bisschen so ein 80s-Gericht ist oder wie soll man sagen. Aber gerade wenn ihr das so macht, mit diesem Toastbrot drinnen, dann wird die Füllung so schön saftig und dann mit diesem Feta-Käse, wenn der dann da ein bisschen anschmilzt, das ist einfach was wahnsinnig Leckeres. Ach, schaut mal her, wie sich das genau ausgeht. Hervorragend, muss man nicht mal übertreiben hier. Ganz oft hat man dann zu viel Füllung, je nachdem wie groß die Paprikaschoten sind. Okay, und jetzt gebt ihr einfach
den gelben Deckel auf die rote Paprika, wenn ihr da Bock drauf habt oder andersrum, wie ihr das wollt. Ja, ich finde, dass es so immer noch ein bisschen netter aussieht. Und dann kommen die jetzt hier in die Soße rein und werden im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad, circa, weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich würde mal schätzen, zwischen 35 und 45 Minuten gegart, bis sie in der Mitte schön durch sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, schaut mal her, meine Lieben. Die Paprika ist fertig. Ich habe sie die letzten 15 Minuten, sie war insgesamt 35 Minuten im Rohr, bis knapp 40, irgendwas dazwischen war es ungefähr. Und die letzten 5 Minuten habe ich den Deckel runter gemacht, damit die oben noch so ein bisschen knusprig werden kann. Ja? Und jetzt geben wir uns einfach von dem Sößchen hier unten, seht ihr, wenn es ein bisschen zu stark reduziert ist, gibt einfach noch einen Schluck Wasser dazu oder noch mal ein bisschen Dosentomaten, ja? Wie ihr das möchtet. Gebt einfach hier jetzt so ein Löffelchen da drauf. Ich habe jetzt natürlich hier bei dem Gericht keine Beilage. Da passt hervorragend zum Beispiel jetzt ein Reis dazu oder ein paar Kartoffelchen oder was auch immer ihr wollt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ist denn das eigentlich so braun? Da müsst ihr keine Sorge haben. Das ist natürlich ein bisschen dunkler geworden durch diesen schwarzen Knoblauch. Ja, der gibt extrem viel Farbe ab. Der macht euch die Soße so dunkel. Aber das ist wirklich ein wahnsinnig leckerer Geschmack, glaubt mir. Jetzt geben wir da in die Mitte so eine Paprika rein. Machen wir noch ein bisschen Basilikum. Beim Basilikum nehme ich jetzt einfach so ein paar Blätter und reiße die hier so ein bisschen drüber. Ja? Die sind zum Mitessen. Und dann mache ich jetzt noch schnell einen Thumbnail als Foto. Da tue ich einfach noch so ein Blättchen mit hin, damit es schön ausschaut. Ein bisschen Pfeffer können wir noch drüber machen. Ich mache noch schnell den Tellerrand sauber. Nicht vergessen, der Tellerrand muss immer sauber sein. Jetzt bleibt mir nur noch eins, die gute Sache zu probieren. Ich freue mich schon richtig drauf, meine Lieben. Schaut mal her, wie wunderschön das ausschaut, auch mit den zwei verschiedenen Farben. Und jetzt nehme ich hier einfach so ein Stückchen weg. Ich schneide mal hier, das ist noch, auch noch mein Abendessen, aber für euch will ich es natürlich probieren. Oh, super saftig, schaut mal, wie hier schön der Saft rausläuft. Das ist von unserem Toastbrot kommt das, ja. Jetzt ein bisschen von der Soße dazu nehmen. Schmeckt so gut mit diesem schwarzen Knoblauch. Tut mir den Gefallen, probiert den mal aus. Kauft euch den mal. Es ist wirklich ein super Zeug. Man hat am Anfang ein bisschen Angst davor, weil es so komisch ausschaut. Aber schmeckt echt fantastisch. Jetzt, wie bei jedem Video, wisst ihr ja, ihr habt noch nicht abonniert. Drückt doch bitte unten auf den Abonnieren-Knopf. Das hilft uns wirklich sehr. Macht die Glocke an, dann kriegt ihr Benachrichtigungen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, meine Lieben. Verteilt es an eure Freunde, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr könnt natürlich auch immer gerne bei der Kanalmitgliedschaft mitmachen. Das freut mich ganz besonders. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Gutes Gelingen, meine Lieben. Und wir sehen uns bald wieder bei Let It Cook. Macht es gut. Ciao, Servus.